eine zentrale und direkte Folge des von der nationalsozialistischen Diktatur verursachten Zweiten Weltkriegs mit ca. 60 Millionen Toten und der Ermordung von etwa 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden durch den Terrorapparat war die millionenfache Flucht und Vertreibung von Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie aus den deutschen Siedlungsgebieten in mittel- und osteuropäischen Staaten. Die Mehrzahl dieser Menschen floh in erster Linie vor der Roten Armee oder wurde beispielsweise von polnischen sowie tschechoslowakischen Machthabern und Teilen der polnischen sowie tschechoslowakischen Bevölkerung vertrieben und ging in die drei westlichen Besatzungszonen bzw. in die sowjetisch besetzte Zone. Insgesamt kamen knapp 12 Millionen Vertriebene in die entstehende Bundesrepublik Deutschland. Oftmals wurde dabei die Rolle, die viele der später Vertriebenen in der NS-Zeit in der Tschechoslowakei, in Polen, in Ungarn, in der Sowjetunion und anderswo in Europa spielten, vergessen. Die Mehrzahl der Deutschen in der Tschechoslowakei unterstützte beispielsweise in den 1930er Jahren den nationalsozialistischen Führer Konrad Henlein. Ein nicht geringer Teil der später aus der Tschechoslowakei Vertriebenen war NSDAP-Mitglied. Nach Bayern waren vor allem Menschen aus der Tschechoslowakei und aus Ober- und Niederschlesien geflohen. Der Anteil dieser beiden Bevölkerungsgruppen, Flüchtlingsgruppen, war in Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern am größten. Bayern nahm quantitativ die meisten Flüchtlinge und Heimatvertriebenen auf. Der Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung war in Schleswig-Holstein am größten. Die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen hatten in den allermeisten Fällen nur ihr eigenes Leben retten können und standen in der neuen Heimat ohne Arbeit und mittellos da, weil sie in den allermeisten Fällen ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen mussten. Die Vertriebenen mussten den Verlust der materiellen, geistigen, kulturellen und emotionalen Heimat verkraften. Die Hauptprobleme der Flüchtlinge in der Nachkriegszeit waren die Wohnungsnot, die Sicherung der individuellen Existenz durch Arbeit bzw. Arbeitsplätze und ganz allgemein die wirtschaftliche, soziale, kulturelle und menschliche Integration in die neue Heimat. Im Jahr 1946 hatte Fürstenfeldbruck gut 11.000 Einwohner. Bis einschließlich des Zweiten Weltkriegs bestand die Bevölkerung von Fürstenfeldbruck vorwiegend aus in Fürstenfeldbruck geborenen sowie aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zugewanderten Personen und dem übrigen Bayern zugewanderten Menschen. Im Jahr 1950 lebten in Fürstenfeldbruck ca. 2000 Flüchtlinge. Das waren knapp 20% der Einwohner des Ortes. Gemessen an der absoluten Zahl der Flüchtlinge lag der Landkreis Fürstenfeldbruck mit an der Spitze aller Landkreise in Oberbayern. Die Flüchtlinge kamen aus der Tschechoslowakei, aus Ober- und Niederschlesien, aus Pommern, aus Polen, aus den baltischen Ländern, aus der Sowjetunion, aus Westpreußen, aus Ostpreußen, aus Rumänien sowie aus Jugoslawien. Der erste organisierte Transport von Flüchtlingen mit der Eisenbahn erreichte Fürstenfeldbruck im März 1946. Die meisten Flüchtlinge kamen im Mai und Juni 1946 in Fürstenfeldbruck an. Die beiden wichtigsten und quantitativ bedeutendsten Herkunftsorte der Flüchtlinge waren Breslau und Königsberg. Auch heute noch leben Nachkommen aus diesen beiden Großstädten in Fürstenfeldbruck. Knapp die Hälfte der Flüchtlinge, die nach ihrer
Vertreibung in Fürstenfeldbruck lebten, stammte aus der Tschechoslowakei. Diese wurden Sudetendeutsche genannt. Die Flüchtlinge aus Breslau, Königsberg und der Tschechoslowakei sowie aus allen anderen Herkunftsgebieten kamen sowohl im Familienverband als auch alleine nach Fürstenfeldbruck und es waren alle Altersstufen vertreten, vom Säugling bis zu sehr alten Menschen. Nochmal, knapp die Hälfte der Flüchtlinge und Vertriebenen in Fürstenfeldbruck stammte aus den sudetendeutschen Gebieten der Tschechoslowakei und knapp ein Viertel der Flüchtlinge kam aus Ober- und Niederschlesien. Diese beiden Gebiete waren also die häufigsten Herkunftsgebiete für Flüchtlinge und stellten ca. 70% der Flüchtlinge in Fürstenfeldbruck. Aus der Tschechoslowakei kamen einige Flüchtlingszüge in Fürstenfeldbruck an. Dies erklärt die räumliche Konzentration der Herkunftsgebiete, denn aus dem Kreis Jägerndorf kamen alleine mehr als 20 Menschen. Auch aus den Kreisen Asch, Hohenstadt und Reichenberg kamen relativ viele Flüchtlinge. Die Sudetendeutschen gehörten zu über 90% der katholischen Religionsgemeinschaft an. Auch die Schlesier waren überwiegend katholisch mit einer starken protestantischen Minderheit. Die Flüchtlinge in Fürstenfeldbruck waren grosso modo gut ausgebildet. Das galt für die Flüchtlinge aus allen Herkunftsgebieten. Der Anteil der Akademiker und der höheren staatlichen Beschäftigten war überdurchschnittlich hoch. Die zahlenmäßig größte Gruppe war jedoch die der gelernten Arbeiter bzw. Handwerker, gefolgt von den einfachen und mittleren staatlich und städtisch Beschäftigten, die oftmals bei der Reichsbahn gearbeitet hatten. Auffällig ist auch die große Zahl der Landwirte. Zählt man Handwerksmeister, Kaufleute, Landwirte und sonstige Selbstständige zusammen, ergibt sich ein relativ hoher Anteil von Selbstständigen. Es bleibt eine offene Frage, inwieweit diese Kultur der Selbstständigkeit am Aufnahmeort Fürstenfeldbruck beibehalten werden konnte. Insgesamt steht fest, dass die Flüchtlinge in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in der neuen Heimat vielfältigen Dequalifizierungsprozessen ausgesetzt waren, die sie jedoch im Verlauf der Zeit wieder aufholen konnten. Die Frauen und Männer, die als Flüchtlinge nach Fürstenfeldbruck gekommen waren, wiesen ähnliche Heiratsalter auf wie diejenigen Frauen und Männer in Fürstenfeldbruck, die in Fürstenfeldbruck, im Landkreis Fürstenfeldbruck oder in den anderen Teilen Bayerns und Deutschlands geboren wurden und heirateten. Die Männer heirateten meistens mit Anfang 30, die Frauen mit ca. 25 Jahren. Das spätere durchschnittliche Sterbealter der Männer betrug knapp 67 Jahre, das der Frauen ca. 71 Jahre. Die Frauen wurden also im Durchschnitt 4 Jahre älter als die Männer. Diese Werte wichen nicht von dem Sterbealter derjenigen Menschen ab, die keine Flüchtlinge waren. Das heißt, dass die Lebenserwartung der Flüchtlinge nicht von der Lebenserwartung der anderen Bevölkerung abwich. Der Landkreis Fürstenfeldbruck installierte noch im Jahr 1945 einen Flüchtlingskommissar. Laut dem Flüchtlingsgesetz vom 19. Februar 1947 hatten die Flüchtlinge in jeder Gemeinde einen ehrenamtlichen Flüchtlingsvertrauensmann zu wählen. Die Vertrauensleute fungierten als Verbindung zwischen dem Kreisflüchtlingsausschuss und den Flüchtlingen vor Ort. Ihre Aufgaben umfassten Beratung und Betreuung der Flüchtlinge in, Zitat,
menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen sowie die Vertretung der Interessen der Neubürger gegenüber Behörden und Öffentlichkeit. Zitat Ende. In Fürstenfeldbruck herrschte nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Wohnungsnot, die auf einige zentralen Faktoren, die fast ausschließlich aus dem Nationalsozialismus herrührten, zurückzuführen waren. Auch die Gruppe der Displaced Persons, die in Fürstenfeldbruck nicht klein war, brauchte Unterkünfte, die zunächst vorwiegend aus Lagern bestand. Die größte Gruppe, die nach dem Zweiten Weltkrieg neu nach Fürstenfeldbruck gekommen war, war jedoch eindeutig die der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen. Der knappe Wohnraum der Stadt musste also von den Einheimischen mit den Flüchtlingen und Heimatvertriebenen zunächst geteilt werden. Die Unterbringung der Flüchtlinge in Privatquartieren war durch die Wohnraumbewirtschaft möglich und wurde oft gewählt. Zunächst wurden zwei Flüchtlingslager errichtet, das Lager Grassmann und das Lager Weiherhaus, auch wurden Wohnbaracken errichtet. In der Hasenheide waren in Baracken etwa 600 Menschen untergebracht. Oftmals wohnten die Flüchtlinge in Stuben und Sälen. Die Stadt Fürstenfeldbruck tat das ihr Mögliche, um die Wohnungsnot zu beheben. Sie stellte beispielsweise zwischen der Gartenstraße und dem Marthabräuweiher ein Gelände zur Erstellung von Notunterkünften zur kurzfristigen Verpachtung zur Verfügung. Außerdem errichtete die Stadt Fürstenfeldbruck eine Siedlung am Senserberg. Das enge Zusammenleben von Einheimischen und Flüchtlingen war jedoch janusköpfig. Einerseits kam es hierdurch zu Konflikten, denn auf der Seite der Einheimischen herrschte teilweise Ablehnung. Andererseits wuchs mit der Zeit durch das Zusammenleben das Verständnis zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. Viele Einheimische zeigten gegenüber den Flüchtlingen Hilfsbereitschaft in jeder Hinsicht. Zweifellos waren jedoch die Flüchtlinge hinsichtlich der Wohnungsgröße und Qualität der Wohnungen zunächst unterprivilegiert. Im Jahr 1949 waren in der Bietzone 60% aller Einheimischen der Auffassung, Zitat, dass das Verhältnis zwischen einheimischer und zugewanderter Bevölkerung schlecht sei. Zitat Ende. Eine Möglichkeit, sich wirtschaftlich über Wasser zu halten, bestand für die Flüchtlinge in der Neugründung von Unternehmen in Fürstenfeldbruck. Schon in der ersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg strebten Flüchtlinge an, sich in Fürstenfeldbruck selbstständig zu machen. Dies war mit großen Schwierigkeiten verbunden, da die Flüchtlinge über keine Waren, keine Werkzeuge, keine Maschinen, keine Rohstoffe, kaum Bargeld, keine wirtschaftlichen Verbindungen und keinen Kundenstamm verfügten. Auch Häuser und Grundstücke mussten sie zunächst mieten, und zwar meistens in relativ schlechten Geschäftslagen. Einen in der Nachkriegszeit wichtigen und großen Betrieb gründeten noch im Jahr 1945 Arthur Kohl, Erhard Fischer und Alfred Stransky. Der Andenken- und Geschenkartikelvertrieb wurde zu einem der größten Unternehmen in Fürstenfeldbruck und beschäftigte vorwiegend Heimarbeiter, vorwiegend Frauen. Das Unternehmen stellte in erster Linie Knöpfe und Glasornamente her. Oftmals arbeiteten in Unternehmen, die von Flüchtlingen gegründet wurden, wiederum Flüchtlinge, die auf diese Art in den lokalen Arbeitsmarkt integriert wurden.
Der Großteil der Flüchtlinge musste jedoch versuchen, auf dem Fürstenfeldbrucker und auf dem Münchner Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden. Dies war angesichts der wirtschaftlichen Situation nicht einfach, denn zunächst war die heimische Wirtschaft bestrebt, die aus dem Krieg zurückgekehrten Soldaten wieder in das lokale Wirtschaftsleben einzubinden. Das heißt, die ehemaligen Soldaten sollten nach Möglichkeit wieder in ihre alten Unternehmen zurückkehren. In der Nachkriegszeit füllten die Flüchtlinge die Lücken in der Wirtschaft aus. Sie ersetzten Kriegsgefangene und Gefallene. Nach der erfolgreichen Erlangung eines Arbeitsplatzes mussten die Flüchtlinge oftmals niedrige Löhne und lange Wegstrecken zu Fuß an die Arbeitsorte in Kauf nehmen. Oftmals kam die berufliche Deklassierung durch den Zwang, unqualifizierte Tätigkeiten anzunehmen, hinzu. Die Flüchtlinge beteiligten sich wie alle anderen Bewohner von Fürstenfeldbruck an den demokratischen Wahlen ab dem Jahr 1946. In den 1950er Jahren gab es eine landsmannschaftlich geprägte politische Partei der Flüchtlinge, den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, BHE. Der BHE konnte zwar einige Abgeordnete in den Fürstenfeldbrucker Stadtrat entsenden, spielte jedoch insgesamt gesehen keine große Rolle. Zwischen Einheimischen und Flüchtlingen herrschten oftmals schwer zu überbrückende Gegensätze. Dies machte eine eheliche Verbindung oftmals nicht möglich. Für den gesamten Landkreis Fürstenfeldbruck ist jedoch dennoch zu konstatieren, dass die Heiratsbereitschaft von beiden Seiten relativ groß war. Zitat: Bis zum Ende der 50er Jahre pendelte sich der Anteil der Vermählungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen bei etwa einem Drittel ein, stieg dann aber zum Anfang der 60er Jahre an. Zitat Ende. Durch den Schulbesuch der Flüchtlingskinder wurde die Integration insgesamt wesentlich vorangebracht. Hierzu trug in Fürstenfeldbruck vor allem die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Oberrealschule am Theresianumweg bei. Erleichtert wurde die Integration der Flüchtlinge auch durch die Tatsache, dass es sich vorwiegend um Katholiken handelte, die auf die einheimische, weitgehend katholische Bevölkerung stießen. Zudem funktionierte in der Stadt Fürstenfeldbruck die Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten sehr gut. Im Jahr 1950 war die katholische Bevölkerung in Fürstenfeldbruck etwa viermal so groß wie die evangelische Bevölkerung. Andererseits entstand durch das plötzliche Nebeneinander von Gläubigen einer Konfession aus verschiedenen Herkunftsgebieten ein gewisser Spannungszustand. Zitat: Da sich die Frömmigkeitsformen und volksreligiösen Bräuche nicht selten stark voneinander unterschieden. Zitat Ende. Die Flüchtlinge entwickelten in Fürstenfeldbruck im Laufe der Zeit vielfältige kulturelle Aktivitäten. In den Jahren 1946 und 1947 lag der Schwerpunkt der kulturellen Aktivitäten auf der Vorweihnachtszeit. Im Jahr 1950 bildete sich ein kultureller Arbeitskreis der Heimatvertriebenen für den Landkreis Fürstenfeldbruck, dessen Ziel vor allem die Organisation kultureller Darbietungen war. Die ersten Schwerpunkte dieses Arbeitskreises waren die Laienschauspielkunst und der Aufbau einer Wanderbücherei. Die Flüchtlinge beteiligten sich jedoch auch am Aufbau von örtlichen Verbänden und Vereinen
vor allem am Aufbau von Trachtenvereinen und Musikkapellen. Gleichzeitig besuchten vor allem die jüngeren Neubürger Festivitäten, die von Einheimischen organisiert wurden, vor allem Tanzveranstaltungen. In Fürstenfeldbruck wurde das heimatliche Brauchtum vor allem dort gepflegt, wo Wohnungen und Wohnblöcke errichtet worden waren, beispielsweise in Stadtrandsiedlungen. Vor allem die Schlesier organisierten in Fürstenfeldbruck sogenannte Heimatabende.